بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته geehrte Geschwister und liebe Zuschauer. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen zu unserem zweiten Stream der Jesus-Reihe Friede und Segen auf ihm. Das letzte Mal hatten wir über die wesentlichen Aspekte der Trinitätsdoktrin gesprochen. Wir haben über ihre historische Entwicklung gesprochen und über die islamische Tradition, das heißt, was der Koran und die prophetische Tradition des Propheten Mohammed, Friede und Segen auf ihm, über die Trinität sagt. Heute widmen wir uns einem weiteren wichtigen Thema des Christentums, und zwar die Kreuzigung Jesu. Das heißt, was hat es mit der Kreuzigung Jesu auf sich? Wir werden über die Sühnopfertheologie sprechen, das heißt quasi das Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Wir werden darüber sprechen, ob Gott Blut benötigt, um zu vergeben. Und das Ganze werden wir natürlich auch aus einer islamischen Perspektive präsentieren. Das letzte Mal hatten wir einen kurzen Aspekt der sogenannten Inkarnation. Das heißt, innerhalb dieser Dreifaltigkeit haben wir die zweite Person, der Sohn, welche sich im Menschen, also in Jesus, inkarniert hat und somit zu einem inkarnierten Gott auf Erden wurde. Und danach ist er quasi wieder zur Rechten des Vaters emporgehoben. Und dieses Konzept der Inkarnation hatten wir letztes Mal kurz angesprochen. Und der eine oder andere wird sich eventuell die Frage gestellt haben, was denn der Sinn und Zweck war, dass Gott auf die Erde kommt und sich dann wieder zur Rechten des Vaters setzt. Aus christlicher Perspektive ist es so, dass Gott auf die Erde gekommen ist, gekreuzigt wurde und durch das Blut, welches vergossen wurde, die Menschen Erlösung erlangen können. Das heißt, Gott kommt auf die Erde, wird bestraft, indem er gekreuzigt wurde, und nur mit dem Glauben daran kann der Mensch Erlösung im Jenseits erlangen. Und das wird anhand einiger Verse der Bibel präsentiert. Beispielsweise haben wir im Römerbrief Kapitel 6, Vers 23, wo es heißt: Denn der Tod ist der Sünde Sold, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesu, unserem Herrn. Des Weiteren haben wir im Hebräer Kapitel 9, Vers 22: Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Man muss hier natürlich anmerken, dass das keine Aussagen von Jesus, Friede und Segen auf ihm selbst sind, sondern dass das Aussagen über ihn sind. Aber auf diesen Aspekt werden wir, inshallah, genauer eingehen. Wenn wir uns jetzt die Historie der Kreuzigung ansehen oder generell diese Idee der Sündenübertragung, dass quasi jemand für meine Sünden stirbt, welche er gar nicht begangen hat, dann finden wir, dass das schon vor der Kreuzigung Jesu eine Praxis war, die gängig war, jedoch nicht unter den Monotheisten, sondern unter den Götzendienern, und zwar in Babylonien. Und das finden wir im Alten Testament, wo der Schriftprophet Hesekiel gefragt wird: Warum trägt nicht der Sohn die Schuld des Vaters mit? Wir können hieraus ableiten, dass diese Idee, dass der Sohn die Schuld des Vaters oder der Vater die Schuld des Sohnes trägt, eine gängige Praxis war und präsent war zu dieser Zeit und somit vor der Kreuzigung Jesu. Und wie der Schriftprophet Hesekiel auf diese Frage antwortet, stellt eine völlige Gegennarrative zu dem, was das heutige Christentum in Anspruch nimmt. Er sagt: Der Sohn soll nicht tragen die Missetat des Vaters, und der Vater soll nicht tragen die Missetat des Sohnes, sondern des Gerechten Gerechtigkeit soll über ihm sein. Das heißt, er macht hier klar, dass niemand für die Sünde zur Rechenschaft gezogen wird, welche er nicht begangen hat, sondern dass Gerechtigkeit walten wird. Wenn aber der Gottlose umkehrt von all seinen Sünden, die er getan hat, und alle meine Ordnungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, leben soll er und nicht sterben. All seine Sünden, die er begangen hat, sollen ihm nicht angerechnet werden. Um seine Gerechtigkeit willen, die er geübt hat, soll er leben.
Das heißt, er zeigt hierauf, dass derjenige, der zu Gott umkehrt und Reue zeigt, dass das der Aspekt ist, wo Gott ihm seine Sünden nicht mal anrechnen wird. Das heißt, wir sehen hier nichts von einem Sühneopfer, wir sehen hier nichts von einer Kreuzigung oder darüber, dass Jesus kommen wird und für deine Sünden zur Rechenschaft gezogen wird. Und genau dieses Konzept finden wir auch in der islamischen Tradition. Im Koran in Kapitel 6, Vers 164 spricht Allah, sprich, sollte ich einen anderen Herrn als Allah suchen, wo er doch der Herr aller Dinge ist, und keine Seele wirkt, es sei denn gegen sich selbst. Und keine lasttragende Seele soll die Last einer anderen tragen. Zu eurem Herrn werdet ihr dann heimkehren, und er wird euch über all das belehren, worüber ihr uneins wart. Das heißt, hier stellt Allah klar, dass eine Seele, welche eine Last trägt, und hierbei handelt es sich um jeden Menschen, weil jeder Sohn Adams Lasten trägt, eine Last trägt, dass er nicht für die Last eines anderen zur Rechenschaft gezogen wird, sondern dass jeder für seine Missetaten, für seine Verfehlungen, für seine Sünden zur Rechenschaft gezogen wird. Und aus islamischer Perspektive geht nochmal hervor, dass Gott aus seiner Barmherzigkeit vergibt und aus seiner Gerechtigkeit bestraft. Wenn wir uns jetzt die frühchristlichen Folger von Jesus ansehen, und zwar aus dem ersten Jahrhundert, dann finden wir unterschiedliche Gruppen, die Ansichten vertraten, welche dem heutigen aktuellen Christentum völlig widersprechen. Wir haben beispielsweise die Basiliden, welche die Folger von Basilidus waren, aus dem ersten Jahrhundert, und sie waren der Ansicht, dass Simon von Cyrene anstatt Jesus gekreuzigt wurde. Simon von Cyrene ist laut heutigem Christentum der Träger des Kreuzes gewesen. Jedoch für die Frühchristen der Basiliden war es so, dass er nicht gekreuzigt wurde, sondern Simon von Cyrene. Des Weiteren haben wir die Philadelphia. Und man muss auch hierbei erwähnen, dass Gruppen wie diese, die auch auf einer Wahrheitssuche waren, von denjenigen, die Macht und Einfluss hatten, schnell als Gottlose bezeichnet wurden, verfolgt wurden, gefoltert wurden, als Heretiker und Blasphemiker bezeichnet wurden und daher auch ihre Schriften nicht erhalten geblieben sind, weil viele vernichtet wurden. Und genau das ist auch das der Fall bei den Philadelphia. Jedoch finden wir Briefe des gelehrten Ignatius, welcher ein Supporter der Kreuzigung war und ein Trinitarier war, wo er einen Brief an die Philadelphia schickt und ihnen sinngemäß sagt, was ihnen einfällt, das heißt, er warnt sie davor, was fällt ihnen ein, nicht an die Kreuzigung zu glauben, nur weil es nicht in den Urschriften steht. Das heißt, wir haben hier eine Gruppe, welche eine orthodoxe Ansicht vertrat und in ihren Schriften keine Prophezeiung darüber fanden, dass der Messias gekreuzigt wird. Und aus jüdischer Tradition geht hervor, dass es ein Indiz dafür ist, dass wenn jemand behauptet, Prophet zu sein und getötet wird durch die Kreuzigung, dass das ein Indiz dafür ist, dass es sich hierbei um einen falschen Propheten handelt. Des Weiteren haben wir die Trallianer, von denen wir auch sehr wenige Aufzeichnungen haben. Auch hier haben wir einen Brief des gelehrten Ignatius, wo er sie warnt, nicht in das Judentum zu fallen und dass die Kreuzigung keine Erscheinung war, sondern Realität. Das heißt, daraus können wir ableiten, dass die Trallianer eine Ansicht vertraten, die folgende war, und zwar, dass die Kreuzigung eine Erscheinung war für die Menschen, aber keine Realität. Das heißt, in den Anfangszeiten des ersten Jahrhunderts sehen wir Gruppen, die völlig unterschiedliche Ansichten vertraten zu dem, was das heutige Christentum sagt. Und wenn wir uns das Konzept der Vergebung Gottes ansehen, dann sehen wir, wie erwähnt, aus einer islamischen Perspektive, dass Gott aus seiner Barmherzigkeit vergibt und aus seiner Gerechtigkeit bestraft. Wenn wir das aus einer weltlichen Perspektive anwenden würden, man stelle sich vor, du bekommst eine blutige Nase verpasst. Aus dieser Situation heraus hast du zwei Optionen, wie du darauf reagierst. Aus einer alttestamentlichen Brille, Auge um Auge, Zahn um Zahn,
würdest du dieser Person genauso eine blutige Nase verpassen. Oder du wählst die Option, dass du ihm vergibst. Aber aus einer christlichen Perspektive wird hier jemand bestraft, nämlich Jesus, für eine Sünde, nämlich der Sünde der Menschheit, welche er nie begangen hat. Und hierbei stellt sich natürlich die Frage, inwiefern das mit der Gerechtigkeit Gottes vereinbar ist. Man stelle sich folgendes Szenario vor, und ich möchte, dass ihr euch in dieses Szenario hineinversetzt. Du wirst wegen einem Mord angeklagt, welchen du nie begangen hast. Jeder im Gerichtssaal weiß, dass du unschuldig bist. Das heißt, der Richter weiß es, die Anwälte wissen es, du weißt es und die Zuschauer im Raum wissen, dass du nichts mit diesem Mord zu tun hast. Der wahre Täter des Mordes sitzt als Besucher in deinem Prozess und sieht zu. Und anschließend wirst du für etwas bestraft, welches du nie begangen hast. Und genau das ist die Idee hinter der Kreuzigung. Und hierbei stellt sich natürlich die Frage, inwiefern das eine Gerechtigkeit ist, mit denen wir Menschen zufrieden sind, und eine Gerechtigkeit, welche von Gott sein soll. Wir Muslime sagen nicht, dass der Glaube oder gottesdienstliche Handlungen völlig konform sein müssen mit der Rationalität des Menschen. Das heißt, wir sagen nicht, dass wir alles aus einer weltlichen Perspektive erläutern müssen. Jedoch, wenn es sich um wesentliche Aspekte handelt, wie das Wesen Gottes, wie das Konzept der Vergebung Gottes, wie das Konzept des Prophetentums, dann hat uns Gott ein Instrument gegeben, nämlich den Verstand, wodurch wir Sachen falsifizieren können. Und wenn es sich hierbei um Ungerechtigkeit handelt, dann ist es mit dem Verstand sofort erkennbar, dass es sich hierbei nicht um ein Konzept handeln kann, welches von Gott ist. Kommen wir zu dem, was das Alte Testament darüber aussagt, ob ein Sühneopfer nötig ist, ob Blut nötig ist, damit Gott vergibt. Wir sehen in 1. König Kapitel 8, Vers 46 bis 50, wo es heißt, und sie nehmen sich zu Herzen in dem Land, wohin sie gefangen weggeführt worden sind, und kehren um und flehen zu dir im Land ihrer Bezwinger, indem sie sagen, wir haben gesündigt und haben uns schuldig gemacht, wir haben gottlos gehandelt. Das heißt, sie flehen Gott an und sie sind sich bewusst, dass sie gesündigt haben und gottlos gehandelt haben. Und sie kehren zu dir um mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele im Land ihrer Feinde, die sie gefangen weggeführt haben. Und sie beten zu dir in Richtung auf ihr Land, das du ihren Vätern gegeben hast. Das heißt, mit anderen Worten, mit ihrer ganzen Seele, mit ihrem ganzen Herzen, mit ihren quasi gottesdienstlichen Handlungen widmen sie sich oder wenden sie sich zu Gott. Dann höre im Himmel der Städte, wo du thronst, ihr Gebet und ihr Flehen und schaffe ihnen ihr Recht. Und vergib deinem Volk, worin sie gegen dich gesündigt haben, und all ihre Vergehen, mit denen sie sich gegen dich vergangen haben, und lass sie Erbarmen finden vor ihren Bezwingern, dass die sich über sie erbarmen. Das heißt, wir sehen hier ein Bittgebet, wo um Vergebung gebetet wird, ohne die Erwähnung des Kreuzes, ohne die Erwähnung, dass jemand kommen wird und für deine Sünden sterben wird, sondern ein anbetender Diener, welcher Reue zeigt und sich Gott wendet und möchte, dass Gott ihm diese Sünden vergibt. Ein Konzept, welches auch aus der islamischen Tradition hervorgeht. Wir sehen des Weiteren im Neuen Testament, wo Jesus selber in der Bergpredigt im Evangelium von Matthäus Kapitel 6, Vers 9 bis 15 genau dieses Konzept erwähnt. Und aus meiner persönlichen Vergangenheit, ich war auf einer christlichen Grundschule und das war ein Bittgebet, wo meine Mitschüler am Anfang des Unterrichts immer gebetet haben. Und mir persönlich ist nie aufgefallen, dass es sich hierbei um etwas handelt, was völlig dem Konzept des Christentums widerspricht. Jesus, Friede und Segen auf ihm, erklärt hier seinen Folgern, wie sie zu beten haben. Er sagt: Unser Vater im Himmel,
Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, Jesus macht hier ein Bittgebet zu Gott und sagt, ja, o Gott, vergib mir meine Schuld. Und wie soll Gott meine Schuld vergeben? Genauso, wie wir auch unseren Schuldigern vergeben. Das heißt, wenn mir ungerecht getan wird, dann vergebe ich. Und genauso vergibt mir Gott. Ohne diese Idee, dass ich an Jesus glauben muss, dass er für meine Sünden gestorben ist. Ohne ein Sühneopfer, ohne die Kreuzigung, sondern genauso, wie wir Menschen vergeben, vergibt uns Gott. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das heißt, genauso wie wir Menschen anderen Menschen vergeben, wird uns Gott auch vergeben und unsere Verfehlungen, Missetaten und Sünden nicht anrechnen. Das heißt, wir sehen hier Aussagen, explizite Aussagen von Jesus, Friede und Segen auf ihm, wo er völlig dem Konzept des Sühneopfers widerspricht. Kommen wir jetzt zu dem, was der Koran über die Kreuzigung Jesu aussagt. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass Allah in nur zwei Versen des Koran die gesamte Thematik der Kreuzigung zusammenfasst. In Sura An-Nisa im Kapitel 4, Vers 157 und 158 erwähnt Gott, sie haben ihn, also Jesus, weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen so. Und diejenigen, die sich darüber uneinig sind, befinden sich wahrlich im Zweifel darüber. Sie haben kein Wissen darüber, außer dass sie Mutmaßungen folgen. Und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet, nein, vielmehr hat Allah ihn zu sich emporgehoben. Allah ist allmächtig und allweise. Das heißt, wir sehen hier, dass es sich hierbei um eine volle Gegennarrative handelt zum christlichen Aspekt der Kreuzigung. Und zwar sehen wir hier, dass Gott sagt, dass Jesus nicht nur nicht gekreuzigt wurde, sondern auch nicht getötet wurde. Sondern was ist passiert? Es erschien den Menschen so. Das heißt, die Menschen, die rundherum waren, dachten, dass das Jesus ist. Jetzt wird natürlich der eine oder andere sagen, ja, warum hat Gott es zugelassen und Menschen in die Irre geleitet? Die Sache ist die, dass die wahren Folger von Jesus, die ihm Gehorsam geleistet haben, die ihm gefolgt sind, die engsten Jünger, genau gewusst haben, was mit ihm passiert ist. Jedoch die Feinde diese Erscheinung hatten, obwohl es sich nicht um die Realität gehandelt hat. Und im Allgemeinen gilt im Islam der Grundsatz, dass Allah kein Volk bestraft, ohne einen Gesandten, also ohne eine Botschaft geschickt zu haben. Das heißt, wenn es Menschen gab, und die gab es, die im Zwietracht waren darüber, ob Jesus jetzt gekreuzigt wurde oder nicht, dass sie am jüngsten Tag nochmal auf die Probe gestellt werden. Des Weiteren sagt Allah, und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. Das heißt, er untermauert es nochmal, sondern vielmehr hat Allah ihn zu sich emporgehoben. Und dieses Ereignis der Emporhebung finden wir im Werk des Tafsir-Gelehrten, des Exegeten Ibn Kathir, wo er eine authentische Überlieferung mit einer authentischen Überlieferungskette erwähnt, wo es sinngemäß heißt, dass Jesus, Friede und Segen auf ihm, eine Offenbarung bekam kurz vor der Kreuzigung. Und er ging zu einer Hütte, wo er seine Jünger traf. Und hierbei handelt es sich um 12 Jünger. Und er stellte ihnen die Frage, wer möchte meine Gestalt annehmen und statt mir getötet werden? Derjenige, der dieser Aufgabe nachkommt, wird mit mir im Paradies sein. Auf diese Frage erwiderte ein Jünger, indem er aufstand. Jesus, Friede und Segen auf ihm, sah, dass er einer der Jüngsten war und sagte zu ihm, dass er sich setzen soll.
Als er die Frage ein zweites Mal stellte, stand derselbe Jünger noch einmal auf und Jesus, Friede und Segen auf ihm, bat ihn, sich niederzusetzen. Als er die Frage ein drittes Mal stellte, stand derselbe Jünger noch einmal auf und Jesus, Friede und Segen auf ihm, sah seinen Ehrgeiz und sagte zu ihm, du wirst meine Gestalt annehmen und du wirst statt mir getötet werden. Daraufhin gab Gott die Gestalt von Jesus, Friede und Segen auf ihm, dem Jünger, und Jesus, Frieden und Segen auf ihm, wurde durch ein Loch in der Hütte mit dem Befehl Gottes an die Engel emporgehoben. Und die Juden kamen rein und haben den Jünger mitgenommen und er wurde statt der Stelle von Jesus gekreuzigt. Man wird sich jetzt natürlich die Frage stellen, dass das völlig im Kontrast zu dem steht, was das Christentum aussagt. Jedoch, wenn wir uns zurückerinnern am Beginn des Streams, wo wir Frühchristen aus dem ersten Jahrhundert haben, beispielsweise die Trallianer, die der Ansicht waren, dass die Kreuzigung nur eine Erscheinung war, aber keine Realität, dann sehen wir hier Parallelen. Wenn wir die Gruppe haben, der Basiliden, die der Ansicht waren, dass nicht Jesus, sondern jemand anderer statt ihm gekreuzigt wurde, dann sehen wir in der authentischen Überlieferung des Propheten Mohammed, dass es sich hierbei um etwas handelt, was vertreten wurde. Und grundsätzlich, wenn wir uns die Gruppe der Philadelphia ansehen, die der Ansicht waren, dass der Messias, der Schutz des Messias ein wesentlicher Aspekt für sie war, dass es sich hierbei um eine Prophezeiung des Alten Testaments handelt, dass der Messias beschützt wird, dann ist es sehr interessant, im Alten Testament auf den Vers in Psalmen im Kapitel 91 einzugehen. Hier wird eine Prophezeiung des Messias erwähnt und hier handelt es sich um einen essentiellen Aspekt für die Juden, welche auf den Messias gewartet haben, dass er beschützt wird. Und dass dieser Kelch an ihn vorbeigeht. Hierin heißt es, es wird dir, also dem Messias, kein Übel begegnen und keine Plage wird sich zu deiner Hütte nähern. Denn er, Gott, hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich beschützen auf allen deinen Wegen. Das heißt, wir sehen hier, dass der Messias, dass der Schutz des Messias ein wesentlicher Aspekt ist. Und dass dieser Kelch an ihm vorbeigehen wird und dass seine Hütte, wo er mit seinen 12 Jüngern war, dass diese Plage ihn nicht treffen wird, sondern dass die Engel mit dem Befehl Gottes ihn beschützen werden. Und wie werden die Engel ihn beschützen? Dass sie dich auf Händen heben und du deinen Füßen nicht mal an einem Stein stößt. Auf Löwen und Ottern wirst du gehen und treten auf junge Löwen und Drachen. Das heißt, wir sehen hier, dass die Engel ihn heben werden, und ihn vor diesem Übel bewahren werden. Und diese Metapher, dass er auf Löwen und Ottern gehen wird, ist quasi eine Metapher, welche sagt, im übertragenen Sinne, dass er diese Prüfungen bestehen wird. Er begehrt mein, so will ich ihm aushelfen. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn erretten und zu Ehren bringen. Das heißt, Gott verspricht hier in dieser Prophezeiung über den Messias, dass dieser Kelch an ihm vorbeigehen wird, dass ihm Schutz gewährt wird. Und das ist auch einer der Gründe, warum Juden Jesus nicht als den Messias akzeptieren, weil er auf eine Art bestraft wurde, nämlich durch die Kreuzigung, welche aus ihrer jüdischen Tradition hervorgeht, dass das ein Indiz dafür ist, dass es sich um falsche Propheten handelt. Das heißt, wir sehen hier, im Koran wird die Geschichte des Propheten Jesus, Friede und Segen auf ihm, entmystifiziert und nochmal richtig gestellt, dass Jesus, der Messias, Sohn der Maria, nicht gekreuzigt wurde, dass ihm nicht mal ein Haar gekrümmt wurde, sondern dass er zu Gott emporgehoben wurde. Und vor dem jüngsten Tag nochmal auf die Erde kommen wird, jedoch nicht als Prophet, weil aus islamischer Sicht geht hervor, dass der letzte Gesandte und der letzte Prophet, der Siegel der Propheten,
der Prophet Muhammad, Friede und Segen auf ihm sein wird, und Jesus als Mensch, als Führer auf die Erde kommen wird und für Gerechtigkeit sorgen und die Muslime führen wird. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit. Ich hoffe, ihr konntet davon profitieren. Ich bitte euch im Anschluss natürlich, diesen Link zu teilen, Interessenten, Brüdern und Schwestern zu schicken, die von dieser Reihe profitieren. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden nächste Woche mit dem dritten Stream weitermachen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch nächste Woche dabei seid. Und Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.